Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein kleines Unboxing. Dieses Mal ist es tatsächlich ein kleines Unboxing, denn in den letzten Tagen ist gar nicht so viel Post gekommen. Ist aber auch nicht schlimm, denn ich habe in den letzten Wochen davor relativ viel bekommen und ich hänge sehr hinterher mit dem Lesen. Deswegen passt gerade ganz gut, dass nicht so viel gekommen ist. Ich muss auch gestehen, 2 von 5 Paketen habe ich schon aufgemacht. Es hat aber alles einen sehr guten Grund, aber dazu gleich mehr. Das erste Buch, das gekommen ist, ist dieses hier mit wunderschönem Farbschnitt. Ich finde das richtig cool, weil es ist so ein, kein spektakulärer Farbschnitt, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde, es passt einfach so richtig schön hier, dieser Wolkenübergang zu dem Buch. Ich finde, das ist ein sehr schlichter Farbschnitt, aber mir gefällt er sehr gut, weil er so dazu passt. Dieses Buch habe ich schon ausgepackt, weil ich darauf gewartet habe, denn es ist ein Vorableseexemplar. Da sollte ich bis zum ET eine Rezension posten. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch mit in den Urlaub nehmen und habe es schon ausgepackt, damit ich mir sicher sein konnte, dass es auch angekommen ist. Genau. Übrigens, ich mag diese Art von Cover mittlerweile so gerne. Ich muss sagen, Menschen auf Covern mag ich eigentlich gar nicht. Also dieses so fotomäßige, aber so in die Richtung gefällt mir gerade sehr gerne. Ich finde, es ist doch oft ein bisschen, ein bisschen vielfältiger als die pastellfarbenen Cover. Ich weiß, pastellfarbene Cover sind auch schön, mag ich auch total gerne, aber so gefällt mir schon auch. Das ist eine Sports Romance und zwar geht es da um Fake Dating, denn Beckett möchte eigentlich nichts mehr mit Karen zu tun haben, nachdem sie ihren Ex-Freund eigentlich erst losbekommen hat und möchte sich eigentlich nur noch auf ihre Ziele fokussieren. Aber James, das ist ein Rugby-Spieler. Nein, das ist ein Football-Spieler. Was ist der Unterschied zwischen Football und Rugby? Ja, okay, er ist ein Footballspieler. Das ist sogar der Star Quarterback der Mannschaft. Der braucht Nachhilfe von ihr und sie hat eigentlich keine Lust drauf. Aber dann sieht sie in ihm eben die Chance, dass ihr Ex-Freund sie in Ruhe lässt. Denn wenn James so tut, als ob er und Beckett ein Paar wären, dann ja, könnte das ihr helfen, dass ihr Ex-Freund sie in Ruhe lässt. Steht hier noch? Ja, gut, das Übliche, ne? Die Grenzen verschwimmen, sie sind sich nicht mehr sicher, was ist fake, was ist echt. Ich muss sagen, Fake-Dating habe ich in letzter Zeit richtig Bock drauf. Ich habe auch das ein oder andere Fake-Dating-Buch gelesen. Von daher passt es sehr gut. Ich bin gerade sehr in diesen Trope verliebt. Sonst mag ich Enemies to Lovers sehr gerne. Liebe ich auch immer. Aber Fake-Dating habe ich gerade wirklich richtig Lust. Und ja, ich habe bisher eigentlich gar nicht so krass Sports-Romance-mäßig was gelesen. Oder nicht bewusst. Oder nicht mit Absicht, so. Aber nachdem ich von Elle Kennedy die The Deal, The Mistake und so weiter gelesen habe, bin ich gerade irgendwie voll in diesem Sports-Romance-Ding drin. Deswegen passt es perfekt und ich freue mich sehr auf das Buch. Dann kam Post von Ravensburger, und zwar diese beiden Bücher. Das Paket war schon offen, weil der Postbote meinte, er muss dieses Paket, was einfach zu dick für den Briefkasten war, trotzdem reinstecken. Dann hing es aber nur zur Hälfte drin, der Rest hing draußen und es hat geregnet. Deswegen ist der Karton leider sehr nass geworden und Yannick hat, als ich nicht da war, sich so heldenhaft überlegt, das Paket aufzumachen, damit das nicht durchweicht. Die Bücher haben zum Glück keinen Schaden abbekommen, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen angepisst. Weil früher hat der Postbote immer verliebt auch die Pakete reingebracht, geklingelt. Irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, ich habe zu viel bestellt. Okay, aber zu den Büchern. Das eine ist Somebody to Hold. Übrigens auch ein richtig schöner Farbschnitt. Passt perfekt zum ersten Band. So. Es gibt nämlich zusammen so ein wunderschönes Herz. Somebody to Hold habe ich schon gelesen. Das durfte ich nämlich schon als E-Book vorab lesen. Das heißt vorab gar nicht so viel vorab. Das Buch hat nur ein bisschen länger gebraucht. Aber habe ich eben schon gelesen. Freut mich trotzdem sehr, dass es ins Regal einziehen darf, denn das ist eine meiner liebsten Autorinnen und ich glaube, das könnte sogar mein Lieblingsbuch von ihr sein. Deswegen muss das natürlich im Regal stehen. Gelesen habe ich es schon und deswegen kann ich auch sagen, dieses Buch ist eine ganz dicke Empfehlung, denn wir haben hier Lene und wer den ersten Band noch nicht kennt, es geht ja in dieser Reihe um Trillinge, beziehungsweise in dem Fall um die 2 übrig gebliebenen Trillinge, weil der dritte gestorben ist. Und im ersten Band geht es eben um, also es sind 2 Jungs und ein Mädel, und im ersten Band geht es um den Jungen, der Gefühle für die Freundin seines toten Bruders entwickelt. Ex-Freundin ist der falsche Ausdruck, aber Freundin klingt auch irgendwie falsch. Aber ihr wisst, wie ich meine. Und im zweiten Buch geht es jetzt eben um Lene, die einfach mit diesem Tod nicht klarkommt, die nicht damit klarkommt, dass ihr Bruder Gefühle für die Freundin seines toten Bruders hat und die einfach insgesamt ja, sehr frustriert ist, sehr
teilweise bitchy sich verhält und dann eben jemanden kennenlernt, der ihre Welt ein bisschen aus den Angeln hebt. Ein richtig schönes Buch, sehr emotional. Das Buch hat mein Herz gebrochen, hat es wieder zusammengesetzt, nochmal ein bisschen gebrochen, nochmal ein bisschen zusammengesetzt. Ihr wisst, was ich meine. Also hier ganz große Empfehlung und ja, liest einfach. Das zweite Buch, das vom Ravensburger Verlag gekommen ist, ist das hier, The Romeo and Juliet Society, Diamantentod. Das ist der dritte Teil der Reihe. So gehört's. Auch hier ein richtig cooler Farbschnitt. Also der hintere hier ist jetzt der neue. Das andere beide sind die ersten beiden Teile. Ich muss sagen, ich freue mich so auf dieses Buch. Ich habe den ersten Teil gelesen und dachte bei den ersten 100 Seiten so, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Es hat sich so komisch angefühlt irgendwie, dieses Buch am Anfang. Ich bin gar nicht reingekommen und ich kann es nicht erklären, aber es war gar nicht meins. Und dann hat so den Schalter umgelegt und es war genial. Und der Rest vom ersten Buch hat mir richtig gut gefallen. Der zweite hat mir einfach durchgängig gefallen, weil ich dieses Reinkommen nicht mehr hatte. Und jetzt freue ich mich einfach sehr auf den Abschlussband. Also ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil danach ist rum, ne, so. Und ich muss sagen, ich habe mich da schon sehr wohl gefühlt in dieser Welt. Wir haben hier ein sehr schönes Love Triangle. Ich meine, es hat ja schon einen Grund, dass da immer drei Leute auf dem Cover sind. Ja, es ist eine sehr jugendliche Geschichte. Das heißt, wir haben hier wenig Spice oder so. Aber unglaublich schön geschrieben. Und für mich war es einfach genau das Richtige. Also richtig, richtig cool. Und für Leute, die so zum Beispiel die Edelstein-Trilogie mögen oder die Emily Seymour mögen, könnte das definitiv eine tolle Reihe sein. Jetzt geht's weiter mit den Paketen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Das packen wir doch gleich mal aus. Übrigens, das Paket muss ich wieder bei der Post abholen. Ich sag ja, mein Postbote mag mich nicht mehr. Noch ein Buch mit übrigens wunderschönem Farbschnitt. The Extraordinaries, Alte Geheimnisse, das ist der dritte Teil. Ich zeige euch mal kurz die ersten beiden. Ich zeige euch die ersten beiden doch nicht. Ich weiß gerade nicht, wo ich die ins Regal gestopft habe. Ich habe so ein bisschen Platzmangel. Deswegen schichte ich hier teilweise zweireihig und habe ein bisschen Chaos reingebracht. Aber das ist eine queere Liebesgeschichte mit Extraordinaries, das heißt mit Außergewöhnlichen. Das heißt, es gibt dort ein paar Menschen, die einfach Kräfte haben. Und es ist, man braucht am Anfang beim ersten Band schon ein bisschen zum Reinkommen, weil der Protagonist ist schon so eine Nummer für sich. Auch der Schreibstil ist, finde ich, da teilweise gewöhnungsbedürftig, weil er eben Fanfiction schreibt und man liest sehr viel von dieser Fanfiction. Aber an sich ein richtig cooles Buch, also die ersten beiden. Deswegen freue ich mich jetzt auch, die Reihe zu Ende zu lesen. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Vor allem, ich liebe das Gefühl, eine Reihe zum Abschluss zu bringen. Das finde ich jetzt auch bei The Romeo and Juliet Society cool. Also wie gesagt, es ist auch traurig, weil es dann zu Ende ist. Aber ich mag das Gefühl, wenn man wieder irgendwo den Haken setzen kann. Und hier war das Coole, dass die Reihe auch gar nicht so lange gebraucht hat, bis alle drei Teile da waren. Und weil es halt nur drei Teile waren, ging es auch insgesamt ganz gut. Dann hier haben wir ein Paket. Ach witzig, das kommt aus Ulm. Okay, die Autorin wohnt wohl in Ulm. Ich fahre heute sogar noch nach Ulm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich packe es erst aus, okay? Nein, ich erzähle es euch erst. Und zwar ist es ein Buch, das heute ET hat. Also wenn ihr das Video anguckt, nicht heute, denn ich werde das Video nicht heute hochladen. Aber dieses Buch ist am 20.09. erschienen. Also das ist ein ganz, ganz frisches Buch. Und Moment. Ah, wie süß, eine Kerze. Ich bin gerade ja voll in meinem Deko-Zeitalter angekommen. Ich weiß nicht, ich werde jetzt 28, vielleicht liegt es daran. Und ich muss gerade sagen, ich stehe gerade voll auf Rosé und auf so Beige-Töne. Ich werde wirklich alt. Da passt die Kerze auf jeden Fall perfekt. Hier ist noch ein Poster drauf. Danke für deine Hilfe und viel Spaß beim Lesen. Das freut mich immer voll, wenn noch so eine kleine persönliche Notiz ist, wenn es direkt von den Autoren kommt. Oh mein Gott, Ballisto, Süßigkeiten gehen immer. So. Und zwar haben wir hier jetzt ein Lesezeichen. Da sieht man auch so ein bisschen schon die Ding vom Cover. Und wir haben hier eine Karte mit Klappentext. Und wir haben eine Charakterkarte. Und jetzt zeige ich euch aber endlich mal kurz das Buch, um das es geht. Und zwar ist das das hier von Lilo Lauer. Ich freue mich total auf das Buch. Und ich muss sagen, oh, es ist so geil unterschrieben. Warum hatte mich die Autorin mit diesem Buch? Erstens war es teilweise am Bodensee und teilweise in Ludwigsburg war es oder Stuttgart. Also nee, ich glaube Stuttgart war es. Und ich fand das so witzig, weil mein Buch spielt ja in Ludwigsburg und das, an dem ich gerade so ein bisschen rumschreibsel, am Bodensee. Deswegen war das für mich irgendwie so
voll das Match oder hat halt voll hingehauen. Und ich finde, die Vermarktung von dem Buch war einfach richtig cool gemacht. Also die Autorin hat mir das sehr gut schmackhaft gemacht. Ich lese euch das mal vor. Maries Leben scheint perfekt zu sein. Neben den weltbesten Freunden hat sie einen zukunftssicheren Job und einen attraktiven Mann an ihrer Seite. Doch mittlerweile trübt der Schein, denn weder die Arbeit als Mikrobiologin noch die langjährige Beziehung erfüllen sie. Jetzt ein neues Lebenskapitel zu beginnen, klingt verlockend, wäre da nicht die tiefsitzende Verlustangst, die Marie seit dem Bruch mit ihren Eltern quält und davon abhält, einen Schlussstrich zu ziehen. Zum Glück gibt es noch Bo, ihren nerdigen und einfühlsamen Freund, der für sie und ihre Probleme da ist. Seine Hilfe könnte der Schlüssel sein, um wenigstens ihre Beziehung zu retten, hätte Bo selbst nicht schon längst heimlich Gefühle für Marie entwickelt. Ich finde, das klingt richtig schön. Ich freue mich total drauf. Und dieses Buch werde ich tatsächlich auch mit in Urlaub nehmen. Nicht als Buchbuch, sondern als E-Book. Das heißt, ich werde euch da auf jeden Fall die Tage auch ein bisschen was davon berichten und freue mich auf jeden Fall schon sehr aufs Lesen. Ein letztes Paket, danach haben wir es tatsächlich schon geschafft. So, jetzt mal finden, wo hier oben und unten ist. Übrigens, ich finde die Buchbox ist ja schon einfach geil. Hat man die jetzt überhaupt gesehen? Ich habe jetzt Angst, dass es rausfällt. So. Ist so ein kleiner Sticker drin. Ein Brief. Was passiert, wenn zwei Herzen nicht voneinander loslassen können? Das ist die Geschichte von Annika und Lennox. Es ist der Ruf des Schicksals. Lass dich von, ich spreche es falsch aus, tut mir leid, Kiara Cass in eine völlig neue Fantasy-Welt entführen, in der eine hochromantische und fesselnde Story auf dich wartet. Viel Spaß beim Lesen. Finde ich immer einfach cool, wenn man noch ein Briefchen dazu kriegt. Hier ist sogar noch eine Leseprobe drin zu dem neuen Buch von Valentina Fast. Dann haben wir hier eine Karte. Wie cool ist die bitte gemacht? Du hast mein Herz in dem Moment erobert, als du die Narbe auf meiner Brust hinterlassen hast. Okay. Ist noch irgendwas, ein Schlüsselanhänger oder so. Okay. So, aber jetzt endlich zu dem Buch. Und zwar geht es um A Thousand Heartbeats, der Ruf des Schicksals. Auch hier übrigens, auch durch diesen Farbschnitt, auch durchgängig. Warum ich dieses Buch lesen wollte, das war tatsächlich eher Zufall. Denn, ich weiß nicht, ob ihr die Autorin kennt, aber das ist die Autorin von Selection. Ja, so heißt die Reihe. Und ich bin ein sehr großer Selection-Fan. Die Reihe habe ich lange gelesen, bevor ich mit Bookstagram angefangen habe. Und ich habe sie damals geliebt. Also es sind ja 5 Teile, besonders die ersten 3. Um die America selber mochte ich sehr gerne. Die von ihrer Tochter waren auch noch okay. Aber nicht so krass. Aber auf jeden Fall, die mochte ich so gerne. Und jetzt kommt ein neues Buch von der Autorin. Deswegen muss ich das einfach lesen. Denn da bin ich irgendwie... Kennt ihr das, so Bücher, die ihr vor Bookstagram gelesen habt, wo ihr noch nicht so viel inhaliert habt? Und wo ihr einfach selbst geil fandet und nicht irgendwie auch diesen Druck hatte, das geil zu finden, weil alles geil fanden, die bleiben irgendwie hängen. Und das war für mich so ein Buch, das ist hängen geblieben, weil ich es eben damals gelesen habe, weil ich nicht wusste, dass andere das so geil fanden, sondern ich es einfach geil fand. Macht das Sinn? Ich hoffe, es macht Sinn. Okay, ich lese euch das mal vor. Das Leben von Prinzessin Annika und Soldat... Achso, wahrscheinlich ist es Englisch, ne? Das Leben von Prinzessin Annika... Und Soldat Lennox könnte unterschiedlicher nicht sein. Während Annika von Luxus und Wohlstand umgeben ist, muss sich Lennox im meilenweit entfernten Königreich tagtäglich als Krieger seines Hofes behaupten. Annika träumt von einer romantischen Hochzeit, obwohl ihr Vater plant, sie aus politischen Gründen zu verheiraten. Für Lennox hingegen sind Gefühle lediglich eine dumme Ablenkung. Nichts wird sich ihm und seinen Zielen in den Weg stellen. Aber als die beiden aufeinandertreffen und sich ihre Liebe allen Widrigkeiten zum Trotz entfaltet, ändert sich schlagartig alles. Eine gemeinsame Zukunft scheint unmöglich, doch ihre Herzen lassen nicht voneinander ab. So, das ist eine Enemies to Lovers Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das mehrere Bände werden. Ich weiß es nicht. Steht nichts dran. Dann ist es wahrscheinlich ein Einzelband, oder? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich freue mich total auf das Buch. Denn, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Autorin. Und ja, deswegen freue ich mich einfach unglaublich. Vielleicht nehme ich das Buch auch mit in Urlaub. Eigentlich würde ich am liebsten alle mitnehmen. Gott, Leute, es wird eng.
Vor allem, wir sind jetzt anfangs im Auto unterwegs, aber nur die ersten paar Tage, das ist ja kein Problem. Aber danach fliegen wir und spätestens da werden die Bücher halt ein Problem. Egal, ich zeige euch jetzt trotzdem mal, was ich bekommen habe. Wir haben hier diese 6 wundervollen Bücher. Deswegen, wie gesagt, ich bin zufrieden. Es ist gut was gekommen, aber nicht so, dass es mich komplett überfährt und ich wieder überfordert bin. Und wir drehen das mal um. Wie ihr seht, einfach auch richtig coole Farbschnitte dabei. Einfach 5 von 6 Büchern mit Farbschnitt. Das hat doch was. So. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Hoffe, ihr habt das Unboxing genossen und erzählt mir noch gerne, welches Buch zuletzt bei euch eingezogen ist.